Dominik Lang hat seinen Traumjob gefunden. Der 32-Jährige ist Busfahrer. Mir taugt das Leben auf der Straße. Ich bin gern unterwegs und offene Stelle gesehen, einfach versucht und es ist was geworden. Insgesamt 6 Elektrobusse sind im Netz des Oberösterreichischen Verkehrsverbunds unterwegs. Es ist die erste Regionalbuslinie in Oberösterreich, die rein elektrisch fährt. Natürlich ist es ein Unterschied, weil wenn man vorher den Dieselmotor drunter hat und jetzt auf einmal so gut wie kein Motor mehr hört, verständlich. Aber es macht Spaß zum Fahren. Dominik ist als Fahrer bei Saab Tours angestellt. Er ist einer von 1200 im ganzen Bundesland. Bevor er losfährt, checkt er seinen Bus. Das ist ganz normal. Als erster kontrolliere ich natürlich meinen Bus, zwecks Beschädigungen, ob Trafen irgendwelche Probleme machen, so zwecks Luft drinnen, man sieht sehr schön an die Beulen, wenn es war. An der Karosserie, ob irgendwelche Beschädigungen sind, Beleuchtung muss natürlich funktionieren und auch innen natürlich Sauberkeit. In seinem Job trägt der Linzer jede Menge Verantwortung. Er muss immer zu 100% da sein. Gerade mit dem Kopf, auch wenn es nur viele sagen, es ist nur aus dem Fenster schauen, ist es aber nicht. Die Verantwortung, was wir haben, ist groß, aber man wächst damit. Dragana ist seit Dezember eine Kollegin von Dominik. Viele Jahre war sie in der Pflege angestellt, hat sich mit 49 als Quereinsteigerin beruflich neu erfunden. Zuerst Pflege und dann Bus erfahren werden, ja. Weil meine Familie ist einfach beschäftigt damit. Die sind alle Fahrer. Reines Lenken ist ihr Job aber nicht. Die Tour im 601er geht raus zum Flughafen. Dragana wird da schon mal zum Guide. Hallo, grüß Gott. Haben wir Touristen vom Flughafen nach Linz. Die kommen ab und zu zwischen 2 Flüge, wollen sich Linz anschauen und dann haben sie ein paar Fragen und ja. Dominik und Dragana, 2 von 1200 Buslenkern im Oberösterreichischen Verkehrsverbund. Mit ihrer Arbeit als Elektrolenker tragen sie auch zu klimaschonender Mobilität bei. Und die beiden sind auf der Suche nach neuen Kollegen. Infos zur Bewerbung gibt's online. Ich bleib beim Bus, egal was passiert.